Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der neuen 5M-Reihe. Und zwar, ich habe das jetzt nur mit der neuesten Version getestet. Und zwar ein Crafting-Menü. Und ja, ich würde sagen, wir schauen noch mal rein. So sieht das Ganze dann auch aus. Wir haben hier die folgenden Items, die wir hier herstellen können. Wir haben das hier noch mal in Unterkategorien. Ja, und ich habe das Ganze hier mit einem Handy-Item gemacht zum Ausprobieren. Natürlich solltet ihr dann für Munition auch einen Munition-Script haben, was auch mit einem Item in der Datenbank läuft, sowie Waffen-Script, was auch per Item dann funktioniert. Denn ohne Item wird auch diese Waffe leider nicht ausgegeben. Das habe ich schon ausprobiert. Dafür braucht ihr auf jeden Fall dann auch ein Waffen-Item-Script. Ich habe da mal was gesehen, vielleicht finde ich das noch und packe es natürlich dann auch noch mal unten in die Videobeschreibung mit rein. Ansonsten haben wir halt die Möglichkeit hier alle Items aus der Datenbank halt zu craften, dass die Spieler halt folgende Items brauchen. Ich habe das Ganze jetzt auf Wasser beschränkt. Ihr könnt natürlich auch Holz, Stroh, dies, das, Ananas machen, je nachdem. Und ja, die Zeit können wir natürlich auch einstellen. Und wie viel XP man bekommt. So, wir haben hier noch ein cooles Level-System mit am Start. Und können auch entscheiden, du brauchst halt Level 4, um folgendes Item dann herzustellen zu können. Ne? So. Ja, wir gehen hier einfach auf Herstellen. Ne? Können das auch jetzt mehrfach herstellen. Dann können wir in die Warteliste gehen. Und können uns das Ganze hier schon angucken. Wenn wir immer draufklicken, aktualisiert das. Von allein tut es leider nicht. Wir können jetzt auch einfach rausgehen und dann irgendwas anderes machen. Und wenn wir dann wiederkommen, sollte das auch dann fertig sein. Das heißt, wir gehen wieder hier in die Warteliste und können das hier unten dann auch sehen. Ja, funktioniert halt auch, wenn wir das Menü verlassen. Ja, gut. Wenn wir dann soweit sind, können wir uns das hier auch abholen. Und dann haben wir unten, wie wir sehen, auch das Phone so bekommen, was wir hergestellt haben. Und ja, gut. Ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach herunterladen und einmal entpacken. So, wenn wir das Ganze entpackt haben, dann haben wir diesen Ordner hier und hier einfach mal das Minus Main entfernen. Dann loggen wir uns in FileZilla ein. Und gehen in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Anschließend kopieren wir uns hier nochmal den Namen kurz raus und gehen dann in die Server-CFG und starten dann das Ganze mit Start oder in Search und dann den kopierten Ordnernamen hier eintragen, dann noch speichern und übernehmen. Soweit sind wir auch fertig. Jetzt müssen wir aber noch in die Datenbank. Wir gehen einmal hier in diesen Ordner und hier befindet sich eine README und hier haben wir das folgenden, ja, ein paar Codes, die wir brauchen. Einmal kopieren wir uns das hier einmal komplett raus. Ich gehe hier einfach auf Kopieren. Dann loggen wir uns in die Datenbank ein. Wenn wir hier sind, gehen wir nochmal auf den Datenbanknamen. Dann gehen wir auf SQL. Dann drücken wir hier einfach STRG und V und können das Ganze dann einfach mit OK bestätigen. Heißt, wir kriegen hier einmal, ja, ne, hier können wir auch schon mal sehen, welcher User hat was gecraftet oder was ist in der Warteschlange und so weiter und so fort. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einmal diesen Code hier. Auch hier kopieren. Und jetzt gehen wir wieder auf den Datenbanknamen und gehen wieder auf SQL und drücken hier wieder STRG und V und bestätigen das Ganze mit OK. So. Das war quasi das mit der Datenbank. So. Dann müssen wir noch in die Config, denn hier ist vieles noch einzustellen. Hier müssen wir einmal, hier wird einmal abgefragt, welche Datenbankverbindung haben wir dann. In unserem Fall hatten wir, ja, hier könnt ihr das Ganze auf ESX stellen, ne? Einfach hier
ESX. Dann wird hier gefragt die Datenbankverbindung. Einmal haben wir noch das alte und wir haben in unserem Fall mit dem neuen, den neuen Packs halt ihn hier und dann können wir ihn einfach hier eintragen, sollte er nicht drin stehen. So, als nächstes haben wir hier noch XP, da habe ich noch nicht dran rum so gefummelt, sollte aber so stimmen. Genau, Admin-Rang ist halt Admin eingetragen, das kann auch so bleiben. Hier finden wir nochmal die Koordinate, wo das Ganze dann, ja, dann ist. Ne? Habe ich ja gezeigt auf der Karte, glaube ich. Ansonsten könnt ihr euch halt hiermit einfach hin TP'en. Genau, Crafting, Kategorien können wir hier einstellen. Das heißt, hier haben wir einmal die Waffen, die Ammos und die Tools. Wir können natürlich auch das Ganze hier nochmal kopieren. Ne? Und dann wiederum hier wiederum einfügen. Dann können wir das Ganze dann irgendwie Holzherstellung oder keine Ahnung nennen. Wir können das Ganze auch umbenennen. Müssen das natürlich dann auch hier bei den ganzen Items wiederum auch umbenennen. Ne? So, hier haben wir einmal so die Waffe, die wir herstellen können. Wie gesagt, wir brauchen natürlich einen Waffenscript, was mit Items läuft, weil nur aus der Datenbank die Items werden dann auch ausgegeben. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, ihr bekommt keine Waffe, so die Items werden aber trotzdem abgezogen und die Waffe wird eigentlich hergestellt, aber im Grunde so bekommt ihr halt dann nichts. Genau, und hier habe ich das Ganze mit dem Item eigentlich gemacht, also wir haben ja jetzt die frische Datei, die wir jetzt hier raus haben, nicht meine so bearbeitete. Und hier können wir einfach sagen Itemnamen, da könnt ihr einfach hinschreiben Brot oder so, je nachdem. Und hier habt ihr nochmal die Übersetzung, hier könnt ihr halt ja irgendwas hinschreiben, auch Brot oder so. Das ist quasi nur die Übersetzung so dazu. So wie hier könnt ihr natürlich auch das Ganze auf Deutsch umändern. Ja, hier haben wir nochmal das ganze Bild. Ne? Das wird hier ausgeladen. Steht aber auch hier. Ne? Genau. Wenn ihr jetzt noch mehr Items hinzufügen wollt, dann könnt ihr das Ganze auch so machen. Einfach hier wiederum kopieren, einfügen, einfügen und einfügen, einfügen. So. Gut. Ja. Dann müsst ihr das Ganze noch speichern, wiederum hochladen. Und ja, kommen wir zum Übersetzungsteil in der HTML. Gehen wir in den HTML-Ordner. Und hier können wir das einmal öffnen, so die Index. Und hier ist die ganze Übersetzung für das Crafting-Menü, wenn wir das halt öffnen. Ja, ne, so Crafting halt, alles schwarz markierte können wir natürlich anpassen und dann habt ihr das Ganze auch auf Deutsch übersetzt. Ansonsten finden wir hier nochmal die ganzen ja, Bilder, die dann kommen. Ne? Und hier kommen auch die ganzen Bilder rein, die ihr dann zum Beispiel, ihr wollt Holz craften, dann muss hier auch so das Holz Item rein mit dem gleichen Namen und dem Bild, ne? Sollte aber klar sein, ansonsten wird das Ganze auch nicht geladen. Und hier haben wir noch mal die kompletten Bilder, ne? Wie wir hier sehen können, alles mögliche, beziehungsweise glaube ich, dass hier die ganzen Bilder rein müssen. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ja, könnt ihr ausprobieren. Sollte das Bild dann nicht geladen werden. Wenn euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.